Hallo Jung und Alt, hier ist der Stempel Marile mit einer Anleitung für jedermann. Herzlich willkommen zu unserem Videohop von Stempelfamilie and Friends mit dem Thema Schön verpackt. Ich habe diese selbstschließende Box gemacht, die ist super schön groß, da passt richtig viel rein. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir nach dem Intro. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Ich sag's euch, liebe Leute, ich war jetzt total out of order. Ich hab wochenlang nicht wirklich basteln können. Das Einzige, was ich im Bett gemacht habe, war meine Adventskalenderchen zu verpacken, meine Bestellungen. Wenn dich interessiert, wie das funktioniert für diese kleinen Adventskalenderchen, dann verlinke ich dir das mal hier oben. Die gibt's als Hochkant und als Quervariante. Ich verlinke dir die Quervariante und die Hochkant findest du auf meinem Kanal. Genau, also das war das Einzige, was ich machen konnte. Deswegen gab es ja auch ewig kein Video mehr. Asche auf mein Haupt. Aber ich hatte erst einen mega krassen Rheumaschub und dann war ich sehr krank mit einer Virusinfektion. Und deswegen gab es jetzt bei mir nicht viel Neues in letzter Zeit. Jetzt bin ich wieder fit und möchte unbedingt am Hop teilnehmen. Deswegen bin ich heute hier. Und wir verpacken heute mit der Stempelfamilie and Friends schön. Schön verpackt heißt das Thema. Und ich habe mir so eine selbstschließende Verpackung ausgesucht. Die wollte ich eh schon länger mal machen. Und finde, zu Weihnachten passt das ja eh gerade gut. Je mehr Verpackungen oder Verpackungsideen man hat, umso besser. Weil ich mir dieses schöne Papier ausgesucht habe. Jetzt muss ich schnell spitzen. Ich habe es mir eigentlich da liegt zurechtgelegt. Und zwar ist das Magischer Winter von Stamping Up mit sehr edlen Motiven, wie ich finde. Genau, da habe ich mir dieses Papier ausgewählt und habe dazu also einen Farbkarton in Blaubeere passend dazu ausgesucht. Und verwenden werden wir noch das schöne Rentierset. Also das habe ich schon vorbereitet. Das so bezaubernd süß ist, diese Motive finde ich. Und ich finde die Schrift unheimlich schön von den Sprüchen. Und das Obergeniale sind eigentlich die Stanzformen dazu. Fröhliche Rentiere. Weil du da wirklich viel bekommst für dein Geld. Und zwar hast du einmal natürlich die Sachen hier zum Ausstanzen von den Motiven hier. Ja, also die Glöckchen sind dabei, der Baum, die Rentiere. Und du bekommst zusätzlich ein Rentier, das du dir zusammensetzen kannst. Du hast einen Kranz, den du ausstanzen kannst, also das bleibt quasi, der Kranz wird nicht komplett ausgestanzt, sondern du hast quasi eine Aussparung wie ein Loch dann in deinem Papier. Hier ist so ein Kranz noch, hier so Päckchen, Lichtergirlande fürs Päckchen, eine Schleife, noch eine kleine Schleife. Hier diese Beeren für, wie heißt's? Schreib's mir in die Kommentare. Ich muss die ganze Zeit Stechpalme denken, aber das ist es nicht, glaube ich zumindest. Genau. Auf jeden Fall habe ich mir da was rausgesucht und die süßesten Embellishments, die wir gerade zu bieten haben, nämlich die Pfefferminzbonbons, habe ich auch verwendet. Super süß und ich werde verwenden, wahrscheinlich, müssen wir mal gucken, diese kleinen Beeren in Chili. Für eben meine Blätter. Aber da gucken wir mal, wie wir uns das dann einrichten. Genau, also für die Verpackung brauchst du erstmal einen Farbkarton in 21 x 29 cm. Das heißt, die kurze Seite bleibt. Die lange Seite kürzen wir uns ein bisschen ein. Und dann falzen wir von beiden Seiten einmal bei 7 cm und einmal bei 10,5.
Und bei der kurzen Seite auf beiden Seiten bei 3,5. So, kleine Unterbrechung, weil der Knabe gehustet hat. genau, jetzt hast du deine vorgefalzten Linien und jetzt sind hier so kleine Quadrate und die müssen wir jetzt auch falzen und zwar von Ecke zu Ecke jeweils so rüber. Das kannst du easy mit einem extra Falzbrett machen oder du machst das mit einem Lineal und einem Falzstift. Oder du machst es hier einfach am Falz- und Schneidebrett. Das geht auch. Dafür musst du halt die Ecken in die Rille legen. Und dann machen wir das hier rundherum einmal. Also ich bin dieses Jahr durch dieses Kranksein absolut hinterher. Ich habe noch ein paar Aufträge abzuarbeiten, auch für die Family und so. Und irgendwie ja, hänge ich jetzt hinten nach. Wie verrückt, um genau zu sein. Also Halloween ist bei mir dieses Jahr leider spärlich. Ich habe ja jedes Jahr 30 Verpackungen gemacht für die Kids. Mit spärlich gewesen, muss ich ja in dem Fall sagen, weil das Video seht ihr, wenn Halloween schon vorbei ist. Ich mache ja normalerweise immer Verpackungen für ungefähr 30 Kinder. Und dieses Jahr habe ich nur meine Prototypen gemacht, weil ich halt einfach krank war. Aber so ist es. Und dann dürfen sich die Kiddies einfach selbst bedienen. So, wir klappen diese Eckchen hier ein und dann wird das einfach übereinander gesetzt. Und so hält die Verpackung schon. Die ist ziemlich groß, wie du siehst. Also da passt echt super was rein. Da passen auch 4 Kerzen rein, 4 Teelichte für einen Adventskalender to go, Adventskranz to go, sowas, ne? Oder du machst eben auch 4 Schachteln mit den Adventssonntagen. So gibt es ja jetzt auch 4 so Adventskalender, wo nur die Adventssonntage oder 6 mit dem Nikolaus und Weihnachten dann nochmal extra oder so. Genau, jetzt machen wir noch eine Banderole dazu und da brauchst du jetzt das Band in 26 x 10 cm. Jetzt muss ich schnell denken, wie ich das haben möchte, wie es für mich laufen soll. Ob ich es so laufen lassen möchte. Ich glaube, so möchte ich es laufen lassen. Das heißt, also 10 cm mache ich es mir breit. Darauf musst du halt achten, in welche Richtung dein Motiv laufen soll, wenn du ein Motiv hast. Und dann falzen wir uns das bei 7. Und 21,3. Beim Designerpapier immer vorsichtig falzen, weil das doch leicht reißt. Das ist ja einfach nicht so dick. Okay, dann schnappen wir uns unser doppelseitiges Klebeband.
Ach so, genau, ein Tipp noch. Wenn du jetzt möchtest, dass man es hier so öffnen kann, dann müsstest du das halt nochmal aufmachen, hier übereinander legen und dann könntest du hier so einen kleinen Eingriff dir ausstanzen. Ich nehme ja immer meinen Schneemann dafür, dass du halt quasi hier dann deine Aussparung hast. Ich finde das aber jetzt nicht nötig, weil ich finde, man kann die Banderole einfach abschieben und dann ist das hübsch. Genau, dann machen wir uns jetzt mal unser doppelseitiges Klebeband drauf. Im Normalfall verdecke ich ja immer meinen Verschluss, aber jetzt hier geht das nicht, das ist zu breit. Und wenn wir das jetzt rumlegen, dann wie immer nicht zu fest bei Banderolen, damit du das auch gut abschieben kannst. Also, so liegt es jetzt ganz genau an. Ich rutsche es jetzt echt einen halben Millimeter raus. Dass man es gut verschieben kann. Das geht sowieso schwer bei so großen Schachteln, ja. Aber das passt. Gut, dann wollen wir das Ganze noch verzieren. Wenn du die Produkte bei mir bestellen möchtest, ist das gar kein Problem. Du kannst mich über meine E-Mail-Adresse erreichen. Die steht in der Beschreibung. Oder du kannst mich auch auf Instagram anschreiben. Ja, und dann kommen wir auf jeden Fall zusammen. Wenn du in mein Team kommen möchtest, würde ich mich auch sehr freuen. Ich habe ein kleines, feines Team und freue mich immer über Zuwachs. Genau. So, also ich habe mir jetzt einmal den Zusammen ist Weihnachten am schönsten als Spruch ausgesucht. Und dann habe ich mir dieses Rentier zusammengebastelt, was ich dir vorhin gezeigt habe. Diesen süßen kleinen Candy Bonbon da drauf. Der ist so putzig. Genau, und jetzt dachte ich nämlich, wir machen hier noch so ein bisschen Grün dahinter. Und je nachdem, mal gucken, man das vielleicht doch so macht, dass man da mehr sieht. Genau, setzen wir uns dann unsere Beeren drauf und dann ist das, glaube ich, sehr hübsch. Gut, dann starten wir mit dem Etikett. Das ist auch Blaubeere und Memento. Mai, es ist so putzig. Also dieses ganze Set ist, es ist kein Wunder, dass so viele das haben. Weil das einfach so hübsch ist. Haben wir schon. Ja, dann vergiss nicht, bei allen anderen durchzuhüpfen und hier noch Inspirationen jetzt gerade vor Weihnachten zu holen für schöne Verpackungen. Die Playlist findest du wie immer bei mir. Und genau, schau dich da mal bei den anderen um, was die so Hübsches gewerkelt haben. Ich freue mich auch immer über ein Like und einen lieben Kommentar und natürlich über ein Abo. Das macht auch großen Sinn, denn dann verpasst du nichts mehr. Und im Normalfall, ja, mache ich so alle 2 Wochen ein Video, mindestens, tendenziell mehr. Jetzt nur in letzter Zeit war es ein bisschen schwierig. I love it. Es ist immer so witzig. Ich bin immer so begeistert von meinem eigenen Zeug, gell? Das ist ein bisschen peinlich. Aber ich finde es einfach schön. Es sind halt schöne Produkte und darüber kann ich mich total freuen. So, dann schauen wir mal.
wir das schön zusammenkriegen. Da hat es mit dem Rot doch auch einen hübschen Farbklecks noch. Das werden wir kleben. Ja, die Blätter habe ich ja so ein bisschen über die Pinzette gezogen. Das hat immer einen schönen Effekt, finde ich. Dann sieht das immer aus wie so echte Blätter, die sich so ein bisschen wölben. Gut, dann hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin verbleibe ich wie immer. Euer Stempel Marile. Ciao.